Hallo und herzlich willkommen hier bei UbiTestet. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute mit mir vor der Kamera der Mazda 2. Der hat im Jahr 2023 eine dezente Modellpflege erhalten und die wollen wir uns heute natürlich auch anschauen. Aber wir gehen wie immer hier bei diesem Kanal auf Verbrauchsrunde. Das bedeutet, wir fahren 50% Überlandverkehr, 40% Autobahn, Vmax 140 Stundenkilometer und 10% Stadtverkehranteil. Da wollen wir natürlich herausfinden, wie effizient der Motor hier arbeitet, der unter der Haube ist. Wir wollen aber auch während der Fahrt natürlich alle wichtigen Dinge rund um den Mazda 2 klären, wie die Platzverhältnisse sind, wie er sich fährt, wie die Konnektivität ist, wie die Besonderheiten des Mazda 2 sind. Und natürlich auch auf die Neuheiten der Modellpflege eingehen. Wir fahren hier den Mazda 2e Skyactiv G115 Hybrid in der höchsten Ausstattungslinie der Homura AK Version. Unter der Haube steckt ein 1,5 Liter Vierzylinder Saugmotor, der an ein Mild-Hybrid-System gekoppelt ist, 115 PS leistet und an ein 6-Gang-Handschaltgetriebe gekoppelt ist. Was das alles bringt, das werden wir heute natürlich gemeinsam klären und wir werden natürlich auch der Frage nachgehen oder der Antwort auf die Sprünge kommen, warum dieser Mazda 2 ein sehr interessantes Angebot ist und auch so ein bisschen an Kleinwagen oder Fahrzeuge aus den 90er Jahren erinnert. Wenn euch das Ganze interessiert, bleibt dran, abonniert den Kanal, schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox und dann starten wir jetzt zu diesem Review mit dem Crystal Red lackierten Mazda 2 und mir, dem Ubi. Viel Spaß! Kommen wir gleich zu dem eingangs erwähnten Fahren in den 90ern. Heute kennt man das, Turbomotoren haben jede Menge Druck aus dem Keller heraus. Das ist hier nicht der Fall, wir haben einen Saugmotor, das heißt, bis über 6000 Umdrehungen muss man dann den Motor auch mal ausdrehen, damit es hier auch richtig schön flott vorangeht. Flott vorangehen kann es auch, weil der Wagen angenehm leicht ist. Er wiegt knapp über 1,1 Tonnen und damit ist er auch ein echtes Leichtgewicht. Gibt auch schon viele Kleinwagen, die hier so 1200, 1300 Kilo wiegen. Das heißt, der Mazda ist hier schon so das kleine Fliegengewicht in der Klasse. Aber rein optisch fangen wir erst einmal da an. Die Baureihe ist übrigens seit jetzt nunmehr 20 Jahren auf dem deutschen Markt vertreten als Mazda 2. Davor gab es dann immer nur den 121 oder dann den 323. Der 121 wurde im Prinzip dann durch den Mazda 2 abgelöst. 4,8 Meter ist der Kleinwagen hier im Kodo-Design lang. Er hat eine Außenbreite von 2,3 Meter mit den ausgeklappten großen Außenspiegeln und eine Höhe von 1,52 Meter. Hier ist er in der teuersten Lackierung lackiert worden und zwar in Crystal Red Metallic. Ein sehr schönes, tiefes Weinrot Metallic. Gefällt mir unheimlich gut. Gibt aber auch viele interessante, dezente Farben, vor allem auch für den Mazda 2. Also da lohnt es sich auf alle Fälle mal in den Konfigurator reinzuschauen und so ein bisschen durchzukonfigurieren. Im Modelljahr 2023, also mit der Modellpflege hier Anfang des Jahres, erhielt der Mazda 2 eine dezente Überarbeitung, die aber rein optisch nur den unteren Ausstattungslinien vorbehalten ist, denn da ist dann der Kühlergrill komplett geschlossen mit einer Einlage. In unserem Fall ist der Kühlergrill hier offen mit einer Wabenstruktur bei den beiden sportlichen Ausstattungslinien Homura und Homura AK. Der Homura AK steht auf 16 Zoll Alurädern, hat hier auch schwarze Akzentuierungen an den Außenspiegeln, ein carbonfoliertes Dach unter anderem und auch die normal sonst in Chrom gehaltenen Applikationen sind hier abgedunkelt worden.
Wir haben eine Sonnenschutzverglasung, die das Auto dann nochmal optisch etwas kontrastreicher dastehen lässt. Und wir haben das ein oder andere kleine Design-Tüpferchen hier in der Front mit diesem roten kleinen Element, das sich im Kühlergrill als auch hinten im Stoßfänger wiederfindet. Am Heck erkennt man dann auch am Stoßfänger nicht nur eine geschlossene Maske, sondern hier sieht man auch noch ein echtes Auspuff-Endrohr. Auch das sieht man ja immer seltener bei heutigen Fahrzeugen. An der Front gibt es übrigens LED-Scheinwerfer, die auch eine gute Ausleuchtung bieten. Hinter der Kofferraumklappe, die manuell hier natürlich öffnet, bietet der Mazda einen sehr tiefen Kofferraum, der weit nach unten geht, eine sehr hohe Ladekante und auch das Sperrgut geht dann weit nach unten in den Kofferraum hinein. 288 Liter ist das Standard-Laderaumvolumen, das sich dann mit der 2/3, 1/3 umlegbaren Rücksitzbank erweitern lässt auf 887 Liter. Also ein Lademeister ist der Mazda 2 sicherlich nicht, aber zeigt mir mal einen Kleinwagen, der das ist, außer der Skoda Fabia Kombi, den es mittlerweile ja schon nicht mehr gibt. Auf der Rücksitzbank sitze ich dann mit meinen 1,78 hinter dem imaginären Ich durchaus noch ganz passabel. Die Knie stoßen zwar an der Vordersitzlehne an, Kopffreiheit gibt es aber genügend. Sehr erfreulich, es gibt sogar Haltegriffe am Dach. Eine Mittelarmlehne gibt es leider nicht, sowie Luftaustritte oder gar einen Stromanschluss. Das finde ich ein bisschen schade. Zumindest ein Stromanschluss sollte in der heutigen Zeit schon möglich sein. Dafür gibt es ISOFIX-Punkte an den Außenpositionen auf der Rücksitzbank, leider aber auch nicht auf dem Beifahrersitz. In der ersten Sitzreihe sitzt es sich dann sehr gemütlich auf gut ausgeformten Sitzen, die allerdings im Schenkelbereich nicht allzu viel Seitenhalt bieten, dafür aber im Rückenbereich ganz gut konturiert sind, sind aber auch eher etwas schmalere Sessel. Also wer wirklich sehr breit ist, der wird sich vielleicht da etwas unwohler fühlen in den Polstern. Die Polster übrigens sehr schön gemacht hier im Omura Aka mit einer Mikrofaser-Kunstleder Mischung und roten Akzentuierungen, die sich auch durch den gesamten Innenraum ziehen. Was mir sehr gut gefällt, ist auch am Instrumententräger diese mikrofaserbezogene Leiste, die sich hier schön auch in die Türen hineinzieht. Auch sehr schön ist, dass die Kunststoffe, es sind zwar härtere Kunststoffe, aber die sind mattiert. Das heißt also, sie wirken nicht glänzend und dadurch auch etwas günstig. Nein, das ist alles eben so ein bisschen mattiert und wirkt dadurch eben sehr wertig und auch gut. Alles fasst sich ordentlich an, auch wenn die Kunststoffe natürlich aufgrund der Fahrzeugklasse eher etwas gröber sind. Nichtsdestotrotz, alles wirkt sauber verarbeitet, gut gemacht. Der Fahrer blickt dann auf ein sehr reduziertes Kombi-Instrument. Wir haben hier ganz zentral den Drehzahlmesser, der hier natürlich auch im Fokus steht. Gerade bei einem Saugmotor ist das natürlich auch ein entscheidendes Instrument, um hier mit der Leistung umgehen zu können, was das Triebwerk dann eben bietet oder was man auch abrufen möchte und muss. Die Geschwindigkeitsanzeige ist relativ klein, voll digital, in so einem kleinen Feld angegeben. Ja, ist ein bisschen mager, könnte in meinen Augen deutlich besser sein. Wir haben dann noch ein kleines Display auf der linken Seite, was die Ganganzeige hat und den Kilometer sowie den Tripanzeiger. Auf der rechten Seite haben wir dann die Bordcomputerinformation und die Tankfüllstandsanzeige. Wir haben ein Dreispeichen-Multifunktionslenkrad, was wir so von Mazda auch kennen. Auf der linken Seite Telefon, Bedienung und Infotainment. Auf der rechten Seite Tempomat und Abstandsregelung, die wir dann hier nutzen können. In der Mittelkonsole wartet dann ein kleines freistehendes Display auf uns. Das Media-Informationsdisplay, das wir hier haben, wird über einen Drehdrücksteller sehr komfortabel und sehr zuverlässig bedient in der Mittelkonsole. Und das Display ist gut ablesbar, allerdings eher Richtung Beifahrerin, also ein bisschen orientiert bzw. gerade. Das könnte man eher ein bisschen Richtung Fahrer orientieren in meinen Augen. Wirkt jetzt auch nicht unbedingt optimal hier integriert, sondern so ein bisschen verloren in meinen Augen. Zudem ist es ein sehr kleiner Bildschirm. Ja, da würde ich mir etwas Größeres wünschen, aber die Konnektivität stimmt. Wir haben hier Apple CarPlay und Android Auto stets an Bord, wireless dann in den höheren Ausstattungslinien. Zudem
gibt es hier auch die Option auf ein SD-kartenbasiertes Navigationssystem, was in unserem Fall hier verbaut ist. Eine Rückfahrkamera gibt es, sogar eine 360-Grad-Kamera, die auch recht gut aufgelöst ist für die Fahrzeugklasse. Wir haben hier ein Zonen Klimaautomatik, allerdings interessanterweise mit so Drehreglern, die man so aus dem Mazda MX-5 zum Beispiel auch kennt. Funktioniert aber einwandfrei. Sitzheizung, Lenkradheizung gibt es, zwei USB-Anschlüsse und eine 12-Volt-Steckdose. Allerdings leider keine induktive Ladeschale für das Smartphone. Dafür wiederum eine Mittelarmlehne, die allerdings nicht in der Höhe verstellbar ist, sondern entweder einfach aufgeklappt werden kann oder nicht, hat aber noch ein kleines Staufach. Ein kleines Staufach ist auch das Handschuhfach. Das bietet auch nicht allzu viel Stauraum, allerdings für das Nötigste reicht es. Kommen wir dann aber wieder jetzt zum Fahren und auch zum Antrieb, der hier unter der Motorhaube steckt. Das ist eben ein 1,5 Liter großer Vierzylinder-Saugmotor, der hier an ein 22,5 Volt leistendes Mild-Hybrid-System gekoppelt ist mit einem Riemen-Starter-Generator. Das ist eigentlich sehr, sehr gut gelöst, denn dieser Riemen-Starter-Generator sorgt auch dafür, dass das Start-Stopp-System deutlich angenehmer funktioniert, viel schneller der Motor in Schwung kommt und gestartet wird und auch softer ausgeht. Das wird somit also etwas entspannter, dann das ganze Gefühl dafür. Und natürlich hat dann auch der E-Motor, der eben hier 5,3 kW leistet oder 48 Newtonmeter, im unteren Drehzahlbereich hilft der dem Saugmotor besser in Schwung zu kommen, denn 151 Newtonmeter leistet dieser nur und eben 115 PS in der Spitze. Das ist nicht viel in der heutigen Zeit, zumal gerade die Turbotriebwerke zum Beispiel eben im VW Polo hier deutlich mehr Kraft haben, vor allem ein früher anliegendes Drehmoment. Aber genau das ist auch die Philosophie, die Mazda hat. Turbo aufgeladene Motoren braucht es nicht. Dafür nimmt man eben gerne dann das 6-Gang-Handschaltgetriebe zum Einsatz, das eben kurz und knackig gestuft ist, was richtig einlädt zum Schalten, und auch der Motor lädt dazu ein, eben angenehm ausgedreht zu werden. Es ist ein sehr quirliger Geselle, der insgesamt sehr ruhig läuft. Erst wenn man ihn dann ausdreht, dann kommt ein sehr schönes, kerniges Klangbild hier hinzu, was eben nicht gekünstelt wird durch irgendeinen Soundgenerator oder ähnliches. Das ist noch ein ehrlicher Vierzylinder, so wie man ihn aus damaligen Zeiten kennt. Und die damaligen Zeiten haben es, wie gesagt, auch in sich gehabt, eben mit dem Thema, du musst so ein bisschen mitdenken und eben auch haushalten, wenn du was überholen möchtest oder eben Leistung abrufen willst, dann bedeutet das eben auch, gib dem Motor an Drehzahl, lass ihn drehen, lass ihn leben und nimm dein 6-Gang-Handschaltgetriebe und sortiere die Gänge genau so, wie du es brauchst. Und das funktioniert sehr gut, die 6-Gang-Handschalthaltung, wie gesagt, eben überzeugt mit kurzen, knackigen Schaltwegen, ist angenehm gestuft und man kann eben auch ganz schaltfaul sogar mit dem Wagen fahren. Bereits ab 60 lässt sich sogar der Motor sehr schön im 6. Gang fahren, dann dreht er 1500 Umdrehungen und nimmt auch da ruckelfrei Gas an, also ein sehr elastisches Triebwerk, was wir hier unter der Motorhaube haben. Beim Fahrwerk überzeugt der Mazda 2 auch komplett. Eine sehr gelungene Fahrwerksabstimmung, die eher etwas straffer und ein bisschen dynamischer ausgelegt ist für einen Kleinwagen. Dennoch muss man aber sagen, das passt mit dem Restkomfort auch sehr gut. Vor allem Querfugen nimmt der Mazda 2 richtig gut unter die Räder. Auch sehr handlich ist der Mazda 2 durch sein Gewicht. Er schiebt erst sehr, sehr spät über die Vorderachse und dann sehr gut kontrollierbar. Das Fahrzeug macht auch echt Laune auf kurviger Landstraße. Auf der Autobahn liegt er auch angenehm ruhig und gut stabil auf der Straße. Also hier hat man echt einen sehr schönen, guten Kompromiss gefunden bei der Fahrwerksabstimmung durch die Mazda-Ingenieure. Die Bremse ebenfalls auch sehr gut, packt gut zu, lässt sich gut verzögern. Ein bisschen schade finde ich die Lenkung. Die könnte etwas mehr Feedback von der Straße vergeben. Ist ein Tick zu indirekt für mich ausgelegt. Jetzt werde ich mich auf die Socken machen und zum
Fazit fahren. Und da gibt es dann die letzten Infos zum Mazda 2, Preise, Verbrauch und Meinung. Also bleibt dran. Bis gleich. Der kleine Mazda 2 macht echt viel Laune. Also er hat mir viel Spaß gemacht über den Testzeitraum. Es ist ein kleiner, quirliger Geselle. Auch gerade in Verbindung Saugmotor, Handschaltgetriebe, Drehzahl. Auch so dieser Flashback zurück in die 90er Jahre, wo man eben noch viel mit Saugmotoren unterwegs war und wusste, hey, jetzt Überholmanöver, zwei Gänge zurückschalten, wenn es eigentlich reicht, sogar drei Gänge zurückschalten, voll ausdrehen, Gas geben, schalten, alles optimal nutzen, mittendrin statt nur dabei zu sein. Das hat schon so ein bisschen was Kultiges, finde ich. Ja, der Motor ist in der heutigen Zeit etwas aus dem Rahmen gefallen. Nichtsdestotrotz, es ist ein überschaubarer Motor. Er hat weniger Technik drinnen, die noch anfälliger sein könnte. Er dadurch auch ein bisschen wartungsfreundlicher natürlich auch und vielleicht auch langlebiger. Das zeigt aber auch die Garantie, die der Hersteller mitgibt. 6 Jahre oder 150.000 Kilometer. Das ist ein echt gutes Versprechen für so einen Kleinwagen. Günstig ist er aber leider nicht. Das sieht man am Preis. Zwar geht die Preisliste bei 16.590 Euro los mit einem 75 PS Saugmotor. Den würde man aber wahrscheinlich eher weniger nehmen. Ich würde den mittleren nehmen mit 90 PS und Mild-Hybrid-System. Unsere Top-Variante hier als Homura AK mit dem E-Skyactiv G115 Motor. Der kostet, so wie er da steht, voll ausgestattet 27.890 Euro. Das ist schon echt viel Geld. Kleinwagen werden leider immer teurer. Immer mehr Technik muss in die Fahrzeuge hineingesteckt werden. Sicherheitstechnik, Abgastechnik. Das kostet eben Geld. In dem Fall hier Gott sei Dank nicht zu viel Gewicht. Der Wagen wiegt eben immer noch gerade mal über 1100 Kilo. Das ist sehr schön leicht, auch leichtfüßig, fährt sich unheimlich schön handlich. Also mir gefällt der Mazda nicht nur optisch, sondern auch technisch und fahrdynamisch. Beim Verbrauch bleibt aber der 1,5 Liter sehr, sehr sparsam. 5 Liter ist er angegeben im WLTP-Zyklus und wir haben hier verbraucht auf unserer Runde 4,8 Liter ausgeliefert an der Tankstelle. Das ist ein richtig guter Wert und man fährt ihn auch im Alltag immer um die 5 Liter, entweder mal kurz drüber oder eben auch kann ihn sogar deutlich drunter fahren. Mir hat der Mazda 2, wie gesagt, echt viel Spaß gemacht. Jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung da draußen. Schreibt sie mir unten in die Kommentarbox, lasst uns diskutieren. Und wenn euch das ganze Video gefallen hat und der Kanal gefällt, dann schenkt dem Video ein Abo, dem Video einen Daumen und dem Kanal ein Abo. Und dann hoffe ich, wir sehen uns demnächst wieder hier bei Ubi Tested. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Vielen Dank. Tschüss und Servus, euer Ubi.